Wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder ein schöner Morgen. Heute ist blauster Himmel. Es ist sehr kalt. 6 Uhr morgens. Ich bin schon wieder wach. Frühstück ist am Machen. Warm Wasser wieder für Porridge. Und ein Cappuccino und Brötchen habe ich auch noch. Also ich kann es mir hier richtig gut gehen lassen. Also ich bin hier nicht verhungert, nicht verdurstet. Und werde hier auch wieder gut loskommen. Richtung Forst heute an der Neiße entlang. Und dann biege ich ab nach Cottbus. Ja, leider ist es schon wieder der letzte Tag, aber so ist es nun mal. Ich habe es mir ausgesucht, nur die paar Tage jetzt unterwegs zu sein. Aber ich muss sagen, es tut gut. Und es gibt jetzt wohl auch noch einen kleinen Abzweiger von der Strecke. So 4-5 Kilometer nach Westen, da ist so ein Platz. Den möchte ich mir eigentlich unbedingt mal anschauen, seit ich da ein Foto von gesehen habe. Da wollte ich da mal hin und das mal sehen. Was es ist, werdet ihr bald sehen. Ich werde jetzt hier richtig schön frühstücken nochmal. Ja, und dann geht's auf die letzte Etappe an diesem ja doch schönen Fluss hier an der Neiße. Kurz vor 8, ich konnte mich trennen von diesem schönen Ort. Jetzt geht es erstmal Richtung Bad Muskau. Herzlich willkommen im Fürstpöckler Park in Bad Muskau. Ja, dieser Fürst hat hier überall seine Fußspuren hinterlassen. Der wird mich heute auch die ganze Zeit noch verfolgen. Aber auf eine gute Weise. Auf jeden Fall, wenn man das sieht. Wow, was für ein Ding, Alter. Richtig toll. Wow. Aber das ist nicht mein Abzweiger. Der kommt gleich. Da werde ich gleich längs fahren, wo ich noch hin will. Also das gehört zur Route. Aber jetzt muss ich irgendwie 5 Kilometer weiter nach Westen und da will ich unbedingt hin. Da komme ich gleich hin und das ist genauso schön wie hier, glaube ich, würde ich sagen. Also, dann weiter geht's. Thank you.
Nun bin ich dort, wo ich hin wollte, im Rhododendron Park von Kromlau. Ja, aber bin ein bisschen verkehrt, die blühen nicht. War doch umsonst diese 5 Kilometer hierher. War natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, sonst werdet ihr es kennenlernen. Hier ist ja doch etwas Besonderes, ein bisschen Kunst, würde ich sagen. Oh, wunderbar, zum Beispiel da die Säule. Ja, sieht schon toll aus da oben. Hergule Statue. Aber ich glaube, das Besondere hier an diesen, ja, wie heißt der See? Rakotssee ist die Rakotsbrücke. Also, das ist ja mal ein Kunstwerk. Wow! Also, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, das Bild irgendwo, dachte ich, hier musst du noch mal wieder hin. Einfach mal das selbst mit eigenen Augen zu sehen. Aber das ist ja echt ein Traum. Nur haben die ihn auch mit auf dem Foto, aber das sieht richtig toll aus. Also das ist richtig stark. Also das hat sich gelohnt. Ich werde hier noch ein bisschen rumgehen und dann, ja, guck mal, auch die großen Fotografen sind da. Oh, wow, das ist echt heftig. Also das ist echt schön, das hat sich gelohnt. Das muss sein. Dieser Umweg von 5 Kilometern, den kann ich jedem empfehlen. Das muss man echt mal gesehen haben. So, und jetzt geht's dann wieder zurück, nachdem ich hier noch eine Runde gedreht habe. Zurück zur Neiße und dann weiter nach Forst. Bin ich wieder unterwegs auf den Neiße Radweg und in Bad Muskau war natürlich ein Bäcker. Habe ich gleich zugeschlagen, Brötchen. Es gibt wieder Nuss-Nougat-Creme. Ich habe hier noch wieder Honig oder noch Marmelade und habe mir einen Kakao gekauft mit reiner Zufall Alkohol und Milch. Ja, witzig, das passt für dieses Jahr. Ja, auch Blick schön hier auf die Wiese, glückliche Kühe und da unten fließt die Neiße. Schönes Plätzchen gerade, es ist auch sehr warm geworden. Im Rhododendron Park habe ich schon die Pullover ausgezogen, jetzt habe ich die kurze Hose an. Es ist auf Schlag wieder warm geworden. Blaue Himmel, nicht eine Wolke, schade, dass nicht alle Tage so waren, aber Wetter kann man sich nicht aussuchen. Und ich will jetzt nicht mehr gern, dass es jetzt zu heiß wird oder was weiß ich. Besser kann es nicht sein am letzten Tag. Also jetzt erstmal frühstücken. Und gerade eben habe ich gesehen, knapp 30 Kilometer habe ich jetzt noch bis Forst.
Nun bin ich in Brandenburg auf einem wirklich wieder super ausgebauten Radweg. Ist jetzt alles asphaltiert, durch Wald, hier durch Lichtungen, Heidelandschaft, Moor so ein bisschen. Dann mal wieder an der Neiße, also sehr, sehr abwechslungsreich, wie ich das immer so gerne sage. Also es wird hier nicht langweilig, man muss nur sich die Landschaft auf sich wirken lassen. Also ich finde es klasse. Also langweilig wird es hier irgendwie nicht. Im Moment ist das irgendwie ein richtig toller Radeltraum hier. So einsam, aber hier oben auf dem Deich, man kann eine Neiße gucken, die eigentlich auch nicht verbaut ist. Hier sind überall Kühe, verschiedene Arten. Glückliche Kühe, glaube ich. Wow, echt toll hier. Brandenburg hier das Stück, also echt toll. Super ausgebaut, perfekt asphaltiert. Alles super. Herzlich willkommen in der Rosenstadt Forst. Gerade gab es einen schönen großen Park und davor habe ich noch mal, da wo es noch einsam war, nur eine kurze Pause gemacht. So, jetzt bin ich hier in der Stadt. Ja, sieht Fürst-Pückler Radweg, den werde ich folgen bis nach Cottbus, noch 26 Kilometer. Weiter geht's eigentlich hier nach Guben. Vielleicht wäre das so mein Ziel gewesen heute, wäre ich nochmal den Radweg gefolgt, aber ich biege ab. Ich habe ja nur noch heute Zeit. Ja, und naja, aber die Innenstadt werde ich wohl noch mitnehmen. Einen kleinen Schlenker mache ich dann noch durch.
Ja, und dann kann man hier sogar noch mal sehen auf dieser Karte, wo es längs gehen soll. Hier bin ich jetzt, da längs, hier längs an der Kante, hier rüber. Und dann ist man auch schon bald angekommen in Cottbus. Ja, ich kann sagen, was ich gesehen habe von diesem nice Radweg, ja, hat mir sehr gut gefallen. Hat zwar auch ein paar Längen dazwischen gehabt, gerade im Stück, das waren, wie man hier auf der Karte sieht, vom letzten Ort, größeren Ort, der ist hier unten bei Muskau eigentlich gewesen. Ist ja nicht viel los gewesen, nur kleine Ortschaften, ziemlich einsam, aber die Landschaft hat sich doch immer geändert und ich muss sagen, hat mir gefallen, der nice Radweg. Mich würde es jetzt sehr interessieren, wie es weitergeht. Aber irgendwann komme ich bestimmt noch mal wieder und muss den auch mal komplett fahren. Also das ist ja auf jeden Fall wert. Also das kann man echt sagen. Dafür kann man wiederkommen. Okay, ich stehe noch hier an dieser alten Brücke. Wohl zerstört im Krieg. Man sieht sogar, glaube ich, noch die Einschusslöcher da an der Seite. Ach, schrecklich. Ist aber schon zum Glück lange, lange her. Und eins kann man auch sagen, wenn man rüber guckt nach Polen, es sieht irgendwie uriger aus, naturbelassene. Aber es kann auch täuschen, aber man weiß ja nicht, was in der ersten Baumreihe gleich ist. Aber es sieht irgendwie total natürlicher aus. Also nicht so verbaut mit Landwirtschaft hier und ja, Städte wie auf der deutschen Seite. Ja, also ich gehe jetzt nochmal in die Innenstadt, fahre da nochmal durch. Oh, und dann wollen wir mal sehen, wie der Weg ist darüber nach Cottbus. Oh, aber was für ein tolles Wetter. Also ich muss sagen, Glück gehabt mit dem Wetter bis jetzt. Heute ist es wieder sehr warm, aber nicht zu warm, genau richtig. Hier stehe ich jetzt vor einem riesigen Loch, den Tagebau Jänischwalde. Der ist auch noch in Gang, aber mehr da weiter hinten. Hier ist es schon ein bisschen geflutet. Es ist nicht die Cottbusser Ostsee. Nein, das ist sie nicht. Das ist ein anderer Tagebau. Da hinten sieht man die dampfenden Wolken des Kraftwerks. Wow. Ja, und die Eiche hier, die war aber schon da, als sie angefangen haben zu graben. Ist dann mächtiger Blick wieder, wie groß das sein kann, was der Mensch so formen kann über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Unglaublich, was für eine Wunde hier in der Landschaft. Alles nur für Braunkohle. Ach, das hört ja nun bald auf. Ja, aber
warm ist es hier. Oh, es ist echt ein richtig tolles Wetter. Wollte gerade immer wolkiger werden, aber jetzt lösen sich wieder alle auf. Also richtig klasse. Schon fast. Oh, man möchte da gerne schon fast reinspringen. Es ist echt super warm. Richtig angenehm. Schon, naja, noch ein bisschen Sommer. Aber die Bäume verraten es. Ja, der Herbst ist nicht mehr weit. Ja, weiter geht's Richtung Cottbus. Gerade eben waren so 17 Kilometer angeschlagen. Sind vielleicht jetzt noch 16, 15 Kilometer. In diese Richtung. Ich fahre schon wieder kilometerlang durch einen unendlichen Kiefernwald. Ja, haben sie auch wieder einen Fehler gemacht, den Weg hier zu asphaltieren. Hier sind unendlich viele Wurzelschäden natürlich. So mit den Jahren kommen sie ja. Aber ja, ich glaube, Asphalt, naja, ist nicht so doll für so einen Radweg hier mitten durch den Wald. Das sollten sie mal ein bisschen merken. Also das ist hier schon extrem, weil hier so ein Lichtschattenwechsel ist, sieht man das auch ziemlich schlecht. Deswegen fährt man hier auch gar nicht so schnell. Aber Cottbus, ja, das Ziel, 9 Kilometer, ja, ein Highlight kommt ja noch. Also noch dranbleiben bis zum Schluss. Ja Leute, jetzt bin ich hier nochmal am riesigen Highlight, den Fürstpöckler Park in Barnitz. Was für ein Labyrinth hier, was für eine riesige Fläche, was eine Parkanlage. Und jetzt bin ich hier direkt dran, mit einem tollen Blick jetzt nochmal auf die Erdpyramide und die Wasserpyramide. Da soll ja der Fürstpöckler begraben sein. Ich würde sagen, das ist doch ein würdiger Abschluss meiner Reise. Meine 4 Tage Kurze Sommerreise, Spätsommerreise.
Ja, es ist eigentlich so, dass man eigentlich beide Radwege, den Spree-Radweg oder auch der Neiße Radweg, auch für sich gut fahren kann oder vielleicht auch zusammenhängt. Haben wir auch schon einige gemacht. Es ist echt klasse. War eine tolle Tour, auch nur über diese 4 Tage. Ja, ich muss sagen, Deutschland ist in allen Ecken schön. Also wunderbar gelaufen, die 4 Tage. Meine Übernachtungsplätze tipptopp. Die waren einfach klasse. Auch die ganze Tour an sich, das Wetter, ja, hat doch auch gehalten. Das bisschen Regen, was da war, konnte ich gut aussitzen als Pause. Also das war doch alles perfekt. Ja, und was soll ich sagen, das Wetter soll sich auch wieder ändern. Morgen, spätestens morgen Nachmittag, ist es wieder grau und regnerisch sogar. Die nächsten Tage wird es schlechter. Also habe ich irgendwie doch gut alles wieder abgepasst. Ich bin nicht traurig rum, dass ich dieses Jahr nicht noch eine 2-Wochen-Tour mache und mir das aufspare für nächstes Jahr, wenn das große C ein bisschen vorbei ist. Was hat mich aber bei dieser Reise nicht so genervt? Also ich muss sagen, das war auch ein Urlaub vom großen C, so ein bisschen hier. Ja, okay. Was kann man noch sagen zu der Reise? Also die Etappenlänge war sehr sportlich. Ich bin jetzt bald bei 400 Kilometern und 4 Tagen ist ja schon ganz schön heftig. Die Höhenmeter auf den einzelnen Etappen waren ja doch nicht zu unterschätzen. Heute war es eher flach. Das schönste Stück war natürlich wettergeschuldet. War heute an der Neiße, würde ich sagen. Das war echt ein klasse Radweg. Tolle Aussichten. Viel, ja, mal da, durch den Wald. Und ja, das war gut Abwechslung. Also heute war echt ein richtig schöner Radeltag. Natürlich die Sonne, die war heute endlich mal da. Ja. Und was kann ich noch sagen? Als Fazit. Ja, eigentlich ist alles gesagt. Beschilderung auf beiden Radwegen, alles top bis jetzt. Also ich werde bestimmt nochmal wiederkommen. Beide Radwege nochmal vielleicht mal das ganze Stück, ja, zu sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht zu viel mitgenommen. Ich habe so ungefähr 90% von dem, was ich mit hatte, gebraucht. Was ich nicht gebraucht habe, ist zum Glück Werkzeug, Schlauch und so ein Kram. Regenklamotten musste ich nicht anziehen. Regenschirm habe ich sogar mitgehabt. Habe ich ja gut aussetzen können, also die habe ich auch nicht gebraucht. Boah, also habe ich doch gut mit. Und aufgegessen, na, habe ich noch nicht fast alles, was ich so mit hatte. Ich hatte viel Riegel mit und all sowas. Ja, viel nachgekauft habe ich eigentlich nicht, außer Eis. Heute war es auch kein Fürstpückler-Eis in Forst. Aber naja, ich muss sagen, schöner kleiner Urlaub, 4 Tage lang auch, um mal wieder aus dem Alltag zu kommen. Weihnachten sind ja von hier noch über 3 Monate hin, aber was kann ich sagen? Tja, da ist noch ein bisschen Zeit, um noch ein paar, ja, kleine Runden, Tagesrunden vielleicht noch mal zu machen. So mit Zelt wird es langsam zu kalt, war heute auch ganz schön, ja, ganz schön kalt. So, also, dann hoffe ich, das hat dann gefallen und danke fürs Anschauen, für alle 4 Teile, auch für das ganze letzte Jahr 2021. Und dann kann ich jetzt eigentlich nur noch wünschen, frohe Weihnachten und guten Rutsch und frohes neues Jahr 2022, auf das uns, ja, das große Ziel endlich verlässt und wir ein schönes neues Jahr erleben können. Also, denn bis dann, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Thank you.